dann keine Motivation mehr. Das ist aber auch ein beschissenes Auto, was einfach nur wieder umherrutscht wie Sau. Hey, take it easy. Take it easy. Beschissen. Also, deswegen fällt ich so oft hier. Es gibt's ja wohl nicht, ey. Also jetzt werde ich langsam richtig böse. Auf das Auto. Ich werde es, wenn ich gewonnen habe, zerstören. Ja, definitiv. Werde ich es in die Luft jagen. Verdammt nochmal. Gestörte Karre, ey. Fähigkeiten nicht zu schnell leer gehen. Ich brauche die ja für das Rennen. Ansonsten würde der gar nichts hier. Nein! Es kann nicht sein, ey, echt. Jetzt werde ich aber richtig sauer dann. Langsamer tun, Hauptsache die überholen mich nicht. Aber ist auch leichter gesagt als getan. Sei Dank. $200. Dafür haben wir zu abgerackert, ey. Ich krieg die Krise. Unfallfreies Rennen. Zu kurz gekommen. Schnell zur Runde. Ach, $200, echt, ey. Für die Mühe. Ach, komm, ey. So, jetzt suche ich mir erstmal ein stilles Plätzchen. Ich muss das Ding loswerden. Ich werde nicht einfach nur aussteigen und es irgendwo hinstellen. Nein, ich werde es foltern. Da mag ich dann. What's up, homie? Hey, look, Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool. Yeah, man, it's cool. She's the best place for him anyway. Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man. All right? All right, I got you, dog. Was bist du denn? So, da ist ein Tunnel. Ups, egal. Kommst du das Auto da dran gekriegt? So, hier ist doch ein schöner Ort. Hao schreibt, du hast Glück. In Los Santos läuft immer irgendwo ein Rennen. Wenn du Interesse hast, fahr zu einem Treffpunkt. Hao. So. Fahren noch ein bisschen tiefer rein, damit auch ja keiner was mitkriegt. So.
Arbeiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Na, viel habe ich ja nicht. Es wird zwar ein bisschen dauern. Brennt schon mal. Ist doch schon mal schick. Aber ich mach mal die Waffe weg. Ich will es in Ruhe genießen. Wie das Ding explodiert. Na? Gehst du jetzt in die Luft? Ja, sag mal. Der wird doch mal explodieren. Klassische hohe schwere Pistole, Präzisionspistole, Lichtknarre. Jetzt komm! Also, so, das wäre erledigt und ich habe einen Stern. Das ist doch schon wieder ein Witz. Ich werde ja wohl mein Auto zerstören dürfen. Das ist immerhin mein Auto. Oh, hier finden wir hier nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Kommt jetzt noch eine Straßenbahn? Oder was war das für eine Hupe? Egal. Ach man, ich hätte nicht so weit in den Tunnel fahren dürfen. Jetzt bereue ich es ein bisschen. Hab ja trotzdem einen Stern. Ja. Kommt ja da jemand hinterher? Was ist denn da auf dem Radar? Na also. So, Stern ist weg. Wie können wir raus an die Oberfläche? Für Geräusche hier unten dran. Geht denn da ab? Hä? So, ich bräuchte mal langsam ein Auto. Kommt da was? Können wir nicht überfahren lassen. Hier. Ich muss mal aufpassen. Da von vorne kommt da was. Kann man mit den Dingern eigentlich mitfahren irgendwo? Gibt es Stationen? Wie wird die Frage? Noch nicht ausprobiert. So. Da ist eine Station. Oder? Oder was ist denn hier? Nee, Quatsch. Doch. Das würde mich mal kurz interessieren. Sieht so aus, als wenn da gleich was reinfährt. Von wo? Aus welcher Richtung? Hallo? Ich habe zwar voll viele Waffen, aber keine Munition dafür. Voll komisch. Ja, was denn nun? Kommt hier jetzt mal was oder? Ich habe heute noch was anderes zu tun hier. Mann. Ich weiß nicht. Ich werde was, sobald ich weggehe, kommt was. Egal. Wir fahren jetzt erstmal zu Maike. Irgendwo. Hallo? Nein, nicht. Oh, nicht du schon wieder. Ach, egal.
Bevor ich jetzt ewig rumstehe. Super. What the hell is going on? So, wo wollten wir hin? Maike. Siehst du, jetzt kommt er. Das würde ich aber jetzt gerne überprüfen. Kann einsteigen. Voll geil. Okay, das war's schon. Also man kann wohl tatsächlich damit mitfahren. Ich glaube, irgendwann werde ich mir mal dafür Zeit nehmen und ein bisschen damit rumkutschieren und mir die Gegend angucken. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Zu Maike, oder? Da ist Tonja wahrscheinlich. Ja. Das ist Tonja. Da oben ist Maike. Eigentlich wäre Tonja jetzt näher dran. Ich weiß nicht. Gute Frage. Wegpunkt zu Tonja. Fahren wir mal zu Tonja. Ach Mann, ich finde auch immer so schöne Strecken hier. Kann doch nicht mehr sein. Ey du dumme Gurke. Ach nee. Bin ich jetzt schon wieder gelandet? Komme ich hier raus? Ja, so nicht! Oh, das gibt's doch gar nicht! Häng! Hört sich an wie Bobbycar! Ja, Bobbycar hat keine Motorengeräusche, aber. Ich meine ja für Go-Kart. Sorry. Ey, du wirst aber eine Treppe hochfahren können! Das gibt's doch nicht! Was ist denn das für eine Saukarre? Genauso wie die andere. Dich zerstöre ich auch. Ja, da. Blöde Bank. Ei. Oh Mann. Ich fahre ja zu Tonja. Guck doch so viel du willst. Mein Gott. Also das Rennen hat mich voll Akku jetzt gemacht, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Was fahren hier für Sonntagsfahrer? Okay. Ich unterbreche jetzt dann diese Aufnahmesession hier. Und wir machen dann beim nächsten Mal mit der sexy Tonja weiter. Mit unserer Crackbube. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Ich freue mich immer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Red Hat. Tschüss.